Es geht natürlich ganz einfach darum, dass alles digitalisiert wird. Wir sind in einer Welt, die voll Digitalisierung ist. Und Digitalisierung bedeutet, dass alles oder sehr viel miteinander vernetzt wird. Und je mehr miteinander vernetzt wird, desto komplexer wird auch alles. Damit wir alle auch so ein bisschen dieselbe Grundlage haben, kurz eine Definition für die Komplexität. Sie sehen es hier schon. Es geht also darum, dass es ein System ist, das aus vielen unterschiedlichen verknüpften Elementen besteht. Und Komplexität muss man immer abgrenzen von Kompliziertheit. Also komplex und kompliziert ist nicht das Gleiche. Kompliziert ist zum Beispiel ein Auto. Also ein Auto besteht aus vielen, vielen, vielen Teilen. Aber wenn so ein Auto mal zusammengesetzt ist, dann weiß man auch genau, wo was ist und wie was zusammenhängt. Und ein Auto an sich kann sich dann nicht mehr verändern. Es bleibt, wie es ist. Kann natürlich kaputt gehen, aber ansonsten bleibt ein Auto, wie es ist. Bei einem komplexen System ist das ganz anders. Das kann sich immer wieder verändern. Es kann immer wieder durch Auswirkungen von außen und auch von innen sich verändern. Man kann das so mit diesem berühmten Beispiel mit dem Schmetterlingseffekt im Prinzip ganz gut darstellen. Das heißt also, ein ganz, ganz kleiner Flügelschlag im System kann zu unvorhergesehenen Auswirkungen kommen, zu Auswirkungen, mit denen man nicht gerechnet hat. Und man sagt auch, die Elemente in einem System sind immer Ursache und Wirkung zugleich. Also ich kann sowohl die Ursache sein, als auch die Wirkung, die das, was ich verursacht habe, auch verspüren und Auswirkungen bei mir verspüren. Und einmal einfach mal, um so ein bisschen einen kleinen Eindruck bekommen zur Komplexität, schauen Sie sich doch mal das Beispiel an und geben Sie mal einen Tipp im Chat an, bitte, was Sie denken, wie viele Perspektiven bei folgendem Beispiel im System eingenommen werden können. Also man könnte sich jetzt überlegen, dass wenn man drei Bereiche hat und man muss sich mit zwei unterschiedlichen Personen abstimmen, die wiederum zwei unterschiedliche Perspektiven haben, könnte es zwei mal zwei sein, also zwei Personen, zwei Perspektiven sind vier und das an drei Bereichen sind 12. Tatsächlich ist es aber viel mehr. Die Zahl ist 2 hoch 2 hoch 3, also nicht mal, sondern hoch. Und da in diesem Fall würde es 64 unterschiedlichen Perspektiven entsprechen. Sie sehen also schon, Komplexität ist sehr weitläufig und hat viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und deswegen beschäftigen wir uns auch immer wieder mit dem Thema Komplexität, weil wir einfach auch in unserer Arbeitswelt feststellen, dass vieles gar nicht mehr so einfach vorherzusehen ist, weil es eben sehr, sehr komplex geworden ist. Mal kurz die Kennzeichen eines komplexen Systems. Also ein komplexes System hat immer eine Grenze. Natürlich hat jedes System eine Grenze und oftmals klingt es einfacher als gedacht. Wenn man so ein ganz, sagen wir mal, gängiges System nimmt, eine Familie, dann könnte man jetzt zum Beispiel sagen, das System Familie ist jetzt mal ganz klassisch vielleicht, Vater, Mutter und zwei Kinder, das sind vier Personen. Und das ist die Systemgrenze auch. Also zum Beispiel vielleicht die Wohnung, in der die wohnen, ist jetzt mal die örtliche Grenze. Dann ist aber die Frage, gehören jetzt denn Angehörige vielleicht zur Familie? Gehören zur Familie noch mehr? Gehören Freunde zur Familie? Also das ist da immer die Frage, wenn man über ein System nachdenkt, wer gehört denn alles dazu? Und so ist es im Arbeitsleben auch, wenn man zum Beispiel an ein Team denkt, gehören nur in Anführungszeichen nur die Personen, die ganz klassisch zu dem Team zugeordnet sind, oder sind es noch Kollegen, vielleicht aus der IT oder aus dem Marketing? Und es ist ganz wichtig, dass man sich das überlegt, damit man auch weiß, wer sind die Elemente des Systems und wer ist im Systemumfeld. Dann Kennzeichen eines komplexen Systems immer intransparent. Man kann nie alle Verhältnisse, alle Bedingungen, alle Verknüpfungen kann man nie ersehen. Dafür ist es im Prinzip auch schon viel zu vernetzt geworden. Als nächstes haben wir Offenheit. Das heißt, auf ein System, auf ein komplexes System können immer Veränderungen einwirken und das System an sich verändern. Also im Gegensatz zu dem Auto, auf das Auto kann, das Auto wird sich nicht verändern. Wenn ein Auto gebaut ist, ist das Auto fertig und so bleibt es auch. Aber ein System verändert sich, ein Team verändert sich, eine Familie verändert sich. Und deswegen hat das Ganze auch eine gewisse Eigendynamik. Das heißt also, das System an sich durch die Offenheit verändert sich. Und ein System organisiert sich auch immer selbst. Also wenn Sie an Teams in einem Unternehmen denken, auch wenn es eine Unternehmensstruktur gibt, auch wenn es Strukturvorgaben gibt, jedes Team organisiert sich ein bisschen anders. Und es gibt auch immer eine Rückkopplung. Also von dem, was passiert,
wird es auch immer wieder zurückgespielt sozusagen in das System und verändert sich. Und da ist natürlich die Frage, was für Kompetenzen benötige ich denn, wenn ich in einem komplexen System wirke? Und da haben wir mal ganz am Anfang, das klingt jetzt vielleicht relativ einfach, beobachten und wahrnehmen. Da geht es vor allem eben darum, dass ich schaue, wer ist denn alles in meinem System? Was sind die Elemente? Was sind die Abhängigkeiten? Und das muss ich natürlich immer wieder tun. Dadurch, dass ich mein System verändern kann, muss ich auch immer wieder auf mein System schauen und immer beachten, wo gibt es Veränderungen, wo ist vielleicht auch etwas geblieben oder wo ist auch etwas weggefallen zum Beispiel. Eine zweite ganz, ganz wichtige Kompetenz ist der Umgang mit Unsicherheit. Dadurch, dass die Systeme intransparent sind und dadurch, dass ich nicht alles vorhersehen kann, weil es eben so viele Abhängigkeiten gibt, hat es einfach ganz große Unsicherheit und damit muss ich umgehen können. Also Sie kennen vielleicht auch Menschen, vielleicht geht es Ihnen selbst auch so, dass dieses Gefühl, dass etwas unsicher ist, ist natürlich nicht so schön. Wir als Menschen streben sehr nach Stabilität und Unsicherheit ist etwas, was uns teilweise auch Angst macht, ist aber wichtig, um mit Komplexität umgehen zu können. Als nächstes, das ist die Selbstreflexion. Selbstreflexion ist wichtig, um sich auch immer selbst im System zu hinterfragen, zu sagen, wie wirke ich im System, wie geht es mir auch selbst im System, wie verändert sich das System und wie wirkt es dann eben auch auf mich. Und als vierte Kernkompetenz haben wir eine positive Fehlerkultur. Auch das ist ja eine Kompetenz, die man aus sehr vielen Bereichen in der Zwischenzeit kennt, dass man sehr oft hört, wir benötigen eine positive Fehlerkultur, was eben ganz einfach bedeutet, wenn jemand einen Fehler macht, dass man nicht sagt, da hat jemand einen Fehler gemacht, hier ist ein Schuldiger, sondern dass man aus Fehlern lernt und Fehler ein Teil einer Entwicklung sind. Und dadurch, dass komplexe Systeme eben intransparent sind und sich verändern, kann ich nie einen genauen Weg definieren. Es kann sein, dass der Weg gut geht, aber beim nächsten Mal, in dem sich das System verändert hat, ist der Weg der falsche. Und deswegen benötigt man unbedingt eine positive Fehlerkultur. Und auch das müssen manche noch erst lernen, denn viele sind ja aufgewachsen in einer Kultur, in der Fehler etwas Schlechtes sind. Und man kann nicht von heute auf morgen sagen, oh, jetzt mache ich Fehler, super, sondern das ist auch ein Teil der Selbstentwicklung. Dann Eigenverantwortung, dadurch, dass sich komplexe Systeme verändern, dadurch, dass sie eine Selbstorganisation haben, habe ich automatisch auch eine Eigenverantwortung. Auch das ist nicht immer nur positiv. Viele von uns freuen sich über Verantwortung, manche anderen macht Verantwortung Angst. Deswegen ist es auch da wichtig, zum Beispiel Mitarbeiter dabei zu unterstützen, dass sie auch lernen, gerne Verantwortung zu übernehmen. Und als letzter Punkt natürlich Veränderungsfähigkeit. Dadurch, dass sich komplexe Systeme verändern, muss ich auch selbst in der Lage sein, Veränderungen anzunehmen. Nicht jede Veränderung ist immer so, wie man sie möchte. Nicht alles verändert sich in die Richtung, in die man es möchte. Aber es gehört einfach zu komplexen Systemen dazu, dass man sich gerne verändert oder dass man Veränderungen annimmt. Ja. Wir kommen nicht drum herum. Je vernetzter unsere Welt wird, desto komplexer und transparenter werden unsere Systeme. Da können wir gar nichts dran ändern. Die Digitalisierung schreitet voran, künstliche Intelligenz, Automatisierung schreitet voran. Daran können wir gar nichts ändern. Und was sich einfach in der letzten Zeit gezeigt hat, dass mit den Strategien, mit denen man Kompliziertheit bewältigt, kann man Komplexität nicht bewältigen. Und ich zeige Ihnen jetzt so ein paar Dinge, die Komplexität im Augenblick immer noch verhindern, also zum Beispiel auch gerade in Unternehmen. Einmal ist es das, dass man im System arbeitet und nicht am System. Ich sage mal ein ganz kleines Beispiel dazu. Sie alle kennen Zeitmanagement-Methoden, Sie alle kennen Methoden, um To-Do-Listen abzuarbeiten. Die sind super, die helfen, aber wenn ich irgendwann mal merke, dass ich trotz aller Methoden, trotz dem Versuch, meine Effizienz zu steigern, dass meine Arbeit, meine Tätigkeiten im Prinzip immer mehr werden, dann helfen mir diese Zeitmanagementsystem-Methoden nicht mehr, sondern dann muss ich mir auch alleine natürlich idealerweise mit anderen überlegen, was stimmt denn am System nicht, dass ich so viele Tätigkeiten übernehme oder übernehmen muss, dass ich im Prinzip nicht fertig werde. Also im Prinzip ein Stück zurückgehen, über das System schauen und schauen, ist etwas schlecht organisiert oder sind wir zu wenig Personen oder wie auch immer. Dann wenn man Lösungen im Offensichtlichen sucht, wird man komplexen Systemen nicht gerecht. Gerade dadurch, dass in komplexen Systemen sehr viele Abhängigkeiten bestehen,
kann ich nicht nur sozusagen auf die Punkte gehen, die ich von mir aus schnell sehe, sondern muss auch mal überlegen, ob es andere Möglichkeiten gibt, ob da andere Einflüsse sind, die vielleicht zu Problemen führen, die wir im Augenblick nur schwer lösen können. Blinde Flecken haben wir alle, gerade wenn wir länger im Unternehmen sind. Die Routinen ergeben einfach blinde Flecken, da kommt niemand von uns raus. Aber auch da geht es um Selbstreflexion und natürlich auch um Reflexion durch andere, dass man mal andere bittet. Das muss jetzt gar niemand Externes sein, dass man vielleicht zu einem anderen Team sagt, schaut mal, wir machen das so, wie macht ihr das? Seht ihr vielleicht etwas, was wir nicht sehen? Also, dass man einfach mit anderen da zusammenarbeitet. Der Wunsch nach klaren Strukturen behindert Komplexität. Auch da wieder Stabilität und klare Strukturen sind etwas, was uns Sicherheit gibt. Aber diese Sicherheit haben wir eben in der Komplexität nicht mehr. Und klare Strukturen, klare Organigramme sind natürlich hilfreich. Aber klare Strukturen und das praktisch das Erfüllen klarer Strukturen behindert uns, wenn wir Komplexität bewältigen möchten. Auch starre Hierarchien sind dafür nicht geeignet. Und vor allem ein fehlender Veränderungswille wirkt einfach dagegen, weil auch wenn wir uns noch so dagegen wehren, gegen diese Veränderung, sie kommt. Und je mehr wir uns dagegen wehren, desto schlechter ist es auch für jeden Einzelnen von uns. Das bedeutet ganz einfach, wir müssen im Prinzip mal ganz neu mischen. Wir müssen unser Puzzle zusammenfalten und uns ein neues Bild machen. Und ich zeige Ihnen jetzt ganz kurz noch, was es denn für Möglichkeiten im Unternehmen gibt, Mitarbeiter auf dem Weg in die Komplexität zu unterstützen. Wir haben eine hohe Veränderungsgeschwindigkeit. Das war ja auch gerade noch mal auf meiner Folie. Und um Mitarbeiter bei der Veränderung zu unterstützen, geht es einmal natürlich um agile Strukturen und flache Hierarchien. Denn nur mit agilen Strukturen und flachen Hierarchien können wir auch schnell ändern, können uns dann schnell an Dinge anpassen, die wir vielleicht noch vor einem Jahr nicht vorausgesehen haben. Die Corona-Pandemie ist natürlich immer so ein Beispiel, wo man sagt, wenn wir uns da nicht alle schnell angepasst hätten, dann hätten wir zu den Verlierern gehört. Und natürlich, wenn wir solche Veränderungen durchführen im Unternehmen, ist es wichtig, die Mitarbeiter in dem Sinne mitzunehmen. Also nicht zu sagen, ja, das ist jetzt so, müssen sie jetzt hinnehmen, sondern den Mitarbeitern Chancen aufzeigen, ihnen zeigen, wie sie mit Veränderungen umgehen können, wie man Veränderungen annimmt und wie man aus einer Veränderung auch etwas Positives für sich selbst machen kann. Das nächste ist das Thema Transparenz. Ich hatte ja vorher gesagt, zu komplexen Systemen gehört eine gewisse Intransparenz, aber überall da, wo man Transparenz schaffen kann, sollte man sie auch schaffen. Das heißt vor allem, dass man Wissen und Erfahrung über Teamgrenzen hinweg teilt. Das Wissen nicht in den Köpfen der Einzelnen bleibt und auch nicht die Erfahrung, sondern dass man miteinander dieses Wissen erweitert und auch dieses ganze Unternehmenswissen externalisiert, Unternehmenswissen sichtbar macht. Das bedeutet aber, dass man auch den Wert des Wissens und der Erfahrung erkennt und auch die Mitarbeiter darauf aufmerksam macht und sagt, und das ist auch eine Form von Wertschätzung, das Wissen, das Sie uns als Mitarbeiter ins Unternehmen einbringen, ist wichtig und wir profitieren davon und wir möchten gerne mehr davon wissen. Dann reflektieren und lernen. Lernen ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Es ist eine der größten Erfolgsfaktoren im Rahmen der Digitalisierung und deswegen ist es wichtig, ständiges Lernen zu ermöglichen. Also den Mitarbeitern Chancen aufzuzeigen, wo sie lernen können, wie wichtig auch Lernen ist, aber sie natürlich auch zu ermutigen. Wir wissen, nicht jeder Mitarbeiter lernt gerne aus diversen Gründen, aber da eben mit den Mitarbeitern auf den Weg zu gehen und ihnen auch den Spaß am Lernen wieder zu vermitteln. Kollaboration ist natürlich auch ungemein wichtig, denn diese ganzen Herausforderungen, die durch die Komplexität auftreten, die kann man alleine nicht bewältigen. Und es das bedeutet, dass wir eben in der Zusammenarbeit wertschätzend sind, nicht nur im Team, sondern im ganzen Unternehmen. Und dass wir auch Vertrauen miteinander aufbauen, dass auch Führungskräfte einen Vertrauensvorschuss auf ihre Mitarbeiter abzielen, dass es nicht immer heißt, sie müssen mir zum Beispiel erst zeigen das, sondern dass man wirklich auch als Führungskraft den Mitarbeiter sagt, ich vertraue ihnen, dass sie das machen können, ich vertraue ihnen, dass es das gut läuft und wenn doch irgendwas auftritt, wenn sie mich brauchen, bin ich da. Aber wie gesagt, diese Zusammenarbeit, dieses Vertrauen ist ungemein wichtig. Feedback ist auch deswegen ungemein wichtig, weil wir eben immer wieder
auf Rückkopplungen stoßen, weil es immer wieder Veränderungen im System gibt. Und deswegen sind Rückmeldungen wichtig von allen Elementen des Systems und natürlich auch ein konstruktives Feedback, zu sagen, da ist es gut gelaufen, weil, da ist es vielleicht nicht so gut gelaufen, weil, aber auch da ist es wieder das Thema positive Fehlerkultur. Keiner sollte Angst haben, dass er einen Fehler macht oder einen, sag ich mal, falschen Weg geht. Und Kreativität ist letztlich auch sehr wichtig, denn durch die Vernetzung, durch die stetige Veränderung müssen wir immer wieder neue Wege gehen und das schaffen wir nur mit Kreativität und nur damit können wir neue Lösungen finden. Und ganz am Schluss ist auch noch das Thema Verantwortung ein ganz, ganz großes. Durch die Selbstorganisation ist Eigenverantwortung ein großes Thema im Rahmen der Komplexität. Und auch da muss man Mitarbeiter stärken und ihnen auch die Möglichkeiten erweitern. Also wenn ich starke Hierarchien habe, starke Strukturen und Mitarbeiter kaum Verantwortung übernehmen können, dann können sie es auch nicht lernen und dann können sie auch keine Freude dran haben. Ja, das sind meine Punkte zum Thema der Komplexität. Ich würde hoffen, dass Sie vielleicht heute schon einen kleinen ersten Schritt in die komplexe Zukunft gehen, sich überlegen, ob es in Ihrem Bereich etwas gibt, wo man vielleicht schon mal etwas anstoßen kann. Und ja, wir vom Team von Nur Business sind natürlich auch immer gern für Sie da, wenn Sie Unterstützung brauchen. Und hier sind unsere Kontaktdaten. Und damit bin ich fertig.